glaube, was mich immer interessiert hat, war seine Verbindung zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Und das ist gerade ein Thema, was bei Covid sehr präsent ist. Dazu muss man sagen, als Kulturwissenschaftlerin beschäftige ich mich mit der Kunst des Lebens, das Art, eine Art des Lebens. Und das gehört natürlich dazu. Jeder, der das Feld aufarbeitet, versteht es anders. Okay. Ja, genau, das ist ein bisschen schwierig. Das ist gerade in dem angloamerikanischen Raum zustande gekommen und seit 1960ern bereits da ist. Grundsätzlich ist das daraus gewachsen, dass man versucht hat, den Ärzten auch noch ein bisschen Humanität beizubringen, weil das eine der Eigenschaften war, die ein bisschen zu kurz gekommen ist. Also daraus ist das entstanden. Womit ich mich beschäftige, sind Praktiken. Also Praktiken, die eine Schnittstelle zwischen Kultur und Medizin sind. Das kann man unterschiedlich verstehen. Das sind Praktiken, die zum Beispiel Körperpraktiken sind, wie verstehen wir unseren Körper, was bedeutet das für unsere Kultur, für unser Dasein, für unsere Identität. Es gibt aber Kolleginnen und Kollegen, die das tatsächlich geschichtlich aufarbeiten und sich fragen, welche der Lektionen, die wir gelernt haben, heutzutage zu gebrauchen werden. Ja, also interessieren mich tatsächlich geschichtlich auch. Also die Frage danach, wie bestimmtes Wissen kreiert wird und aufgebaut wird, nicht nur mit den Schriften, sondern auch mit Bildern. Daher mein Interesse. Und heutzutage, wenn man überlegt, welche Eigenschaften Bilder haben, zum Beispiel, dass die Unmenge an Informationen in einer sehr kurzen Zeit wiedergeben können, dass sie sehr schnell verbreiten, dass sie auch bestimmte Emotionen mit sich bringen. Was man sagen kann, ist, dass die tatsächlich nicht nur unsere Wahrnehmung, sondern tatsächlich unsere Emotionen prägen und uns dazu verleihen, bestimmte Emotionen zu empfinden. Das bedeutet, das ist für mich sehr spannend, gerade in der Corona-Krise. Ich nenne das jetzt einmal eine Krise. Aber einfach deswegen glaube ich, weil ich mich frage, welche der Traditionen, die in diesem Zusammenhang entstanden sind, immer noch zu sehen sind und gleichzeitig, wie wird das Publikum, also wir alle, damit mit bestimmten Bildern beeinflusst. Ich sage nur die schöne Karte von Johns Hopkins, die schwarz-rot abgebildet ist oder diese Farbenkombination nutzt, die extrem gefährlich wäre. Ja, also alleine das, hätte man das blau-weiß gemacht, wäre die Wirkung eine ganz andere. Es ist definitiv noch stärker geworden. Henry Jenkins, ist ein amerikanischer Wissenschaftler, spricht von einer sogenannten Konvergenzkultur, also die Möglichkeit, bestimmte Geschichten durch Unmenge an Medienplattformen zu verbreiten, sodass mehrere Plattformen daran teilnehmen, wie Twitter und WhatsApp. Und wir haben auch gehört, und da haben sehr viele daran gearbeitet, dass gerade Social Media eine Grundlage für ganz viel Wissen über Corona herstellen und teilen. Sehr. Also ich bin keine Kinderpsychologin, aber gerade auch in der Anglistik oder Literatur- und Kulturwissenschaft beschäftigt man sich damit. Also die Frage danach, wie man sich die Welt vorstellt, das sind natürlich bestimmte Narrative, das sind bestimmte Erfahrungs- und Verhaltensmuster, die dargelegt wird. Das ist bei uns sehr oft die Diskussion, welche Vorbilder oder Geschichten haben Frauen geprägt. Ja, wenn das nur das Prinzesschen ist, dann hat man nur wenig Möglichkeiten. Aber ich denke, also eine der Ideen ist, bevor wir anfangen zu sagen, ja, man muss miteinander sprechen und in Dialog treten, das funktioniert auch mäßig. Aber ich glaube, wenn jeder versuchen würde,
auch klein anzufangen, gäbe es diese Probleme in seinem großen Ausmaß nicht. Also nur als Beispiel, wenn ich die Möglichkeit habe, mit meinen Studierenden genau diese Probleme anzugehen und sie tragen das weiter. Und wir haben dann eine Schule, mit der wir arbeiten. Ja? Also ich glaube, Bottom-up ist eine sehr schöne Idee, die nach und nach fruchten kann. Und auch deswegen, weil wir all diese Medien haben. Das wäre vor 100 Jahren nicht möglich. Also ich finde Darwin extrem faszinierend, aus mehreren Gründen. Dazu muss ich wirklich kurz eine Geschichte erzählen. Wir müssen uns vorstellen, dass er die Möglichkeit hatte, weil er genug Geld, genug Finanzen hatte, bestimmte Sachen zu machen, zum Beispiel diese wunderbaren Reisen zu machen, zu unternehmen. Wäre das nicht der Fall, wäre er nicht in der Lage, das zu machen. Das ist eine Sache vorab. Zweite Sache, er war nicht der Einzige, der ähnliche Ideen gehabt hat. Also das ist selten es wird selten darüber gesprochen, dass mehrere Menschen diese Idee von Evolution hatten und dass es viele Überlegungen gab, wer das zuerst veröffentlicht, wer zuerst darüber spricht, nun war darum das. Was ich bei ihm sehr spannend finde, sind drei Sachen. Nummer eins, wie er versucht hat, die ganze Welt zu erfassen, indem er sich wirklich mit sehr vielen verschiedenen Wesen auseinandergesetzt hatte, sei es kleine, ich weiß nicht, Fliegen, sei es seine eigenen Kinder. Also all das hat er beobachtet. Also diese Beobachtungsgabe war etwas, was ich sehr spannend fand. Zweites heißt, dass er immer mit anderen gearbeitet hat. Es gibt diese Theorie, dass er nicht auf die Idee der Evolution oder Adaption gekommen wäre, hätte er nicht Bilder gesehen, beziehungsweise hätte er nicht mit jemandem gearbeitet, der all diese Tiere auseinandergenommen hatte. So. Also dieser Austausch war sehr wichtig. Und die dritte Sache war, ich hatte die Vielfalt, was ihn interessiert hatte. Kaum einer weiß heute, dass sich zum Beispiel mit menschlichen Emotionen auseinandergesetzt hat. Also nicht nur Evolution, sondern wie verkörpern wir unsere Emotionen? Gibt es Unterschiede? Gibt es Unterschiede zwischen dem Menschen oder dem Tier? Also das war sehr spannend. Insofern, ich würde sagen, dass sein Einfluss ein extrem großer war auf allen Ebenen. Also nicht nur tatsächlich, was die Evolution angeht, sondern diese Beobachtungsgabe, was macht man als Naturwissenschaftler oder Naturphilosoph, genau. Ich glaube, was natürlich auch sehr prägnant war, ist, dass er selbst unter seinen eigenen Ideen gelitten hatte. Also darüber, wie spricht man darüber? Also wir müssen uns eine Welt vorstellen, in dem die Wahrnehmung der Menschheit immer noch die war, dass die von einer Gottheit geschaffen worden war. Und auf einmal kommt man und muss damit leben. Das muss nie so gewesen sein. Und jetzt, das ist ja so ein bisschen dieser Transfergedanke. Ja? Wie überträgt man das so, dass Menschen einem zuhören? Und es gibt wunderbare, wunderbare Arbeiten dazu auch nochmal, welche Geschichten, welche Metaphern er benutzt hatte, um das, was er herausgefunden hatte, Menschen nahe zu machen, sodass sie das auch verstehen, zum einen, und zweitens, sodass das nie so problematisch wäre. Ja, also das finde ich auch spannend. Es ist ja halt früher, welche Biologie studiert, habe ich immer gern, dass das Provokation benutzt, weil immer noch viele Leute das nicht hören können, dass sie von den Affen abstammen. Das ist einfach so ein No-Go, gell? Ich sehe keine. Aber deswegen, wie gesagt, deswegen hat er wirklich wunderbare Metaphern benutzt. Mhm. Und dass es gibt eine Unmenge an Forschung darüber, welche er benutzt hatte damit oder was für Sprache über, wie er zu diesen Geschichten gekommen ist, wie er sie aufgebaut hatte, dass man ihm geglaubt hat. Ja, da hat er sich sehr bemüht, muss man sagen. Naja, also ich finde, Wissenschaft und Literatur hat damals auch ein bisschen anders funktioniert. Also es war nicht alles so extrem getrennt, extrem spezialisiert. Es ist wirklich wunderbar, auch nochmal seine Bücher als Kulturwissenschaftlerin zu lesen, was man über Kultur aus seinen Büchern lernt. Ja.
Also die Möglichkeiten waren begrenzt. Ja, grundsätzlich war es eine Prinzessin wahrscheinlich. Nein, aber was ich weiß, dass ich als Kind sehr gerne drei Sachen machen wollte. Und das war Tanzen, das war Malen und das war Mode entwerfen. Und Schreiben, also vier Sachen. Ja, genau. Eine davon mache ich jetzt. Was sehr schön ist, ist die Möglichkeit des Austausches. Ja, die Art und Weise, wie und mit wie vielen faszinierenden Menschen man in Dialog treten kann. Was schwierig ist, ist, dass, und das merke ich immer wieder, dass es bestimmte Muster gibt, bestimmte Strukturen, die schwer aufzubrechen sind. Und gleichzeitig, dass man, je länger man in dem System ist, habe ich den Eindruck, fängt man an, genauso zu funktionieren. Und das ist so eine Gefahr, da muss man aufpassen. Ja. Ich glaube, ich bin sehr schlecht in Utopien aufbauen, aber ich glaube, was ich mir wirklich sehr wünschen würde, wären zwei Sachen. Zum einen Vielfalt und so eine, wie soll ich das sagen, nuancierte, beides Nutzung von Bildern und auch nochmal Verarbeitung von Informationen und zweitens Reflexion über Bilder. Ich habe sehr oft den Eindruck, dass die einfach als irgendeine Art Illustration wahrgenommen werden und benutzt werden und nicht unbedingt mit Bedacht als Instrumente, die bestimmte rhetorische Sachen machen, ja, die uns Angst machen oder die uns zu irgendwas oder von irgendwas überzeugen wollen. Das würde ich mir wünschen.